Servus Leute, willkommen zurück zum Let's Play von Final Fantasy 15. So, beim letzten Part haben wir die Prüfung des Titans gemacht und nun sind wir im nächsten Kapitel und auf der Map sind jetzt überall so lästige Straßensperren, die das Gebiet, in dem wir uns momentan bewegen können, ziemlich einschränkt. Nämlich können wir nur hier in diesem Gebiet hier uns momentan bewegen, also nur in das Kai hier. Und ja, hier in diesem ganzen Stück und in diesem ganzen Stück hier drüben kommen wir momentan nicht hin. Und ja, ich muss jetzt dringend hier die Hauptstory weitermachen, damit sich das dann vielleicht ändert. Und ja, wir müssen jetzt dem Hund folgen von Noct. Der will uns anscheinend irgendwas zeigen. Nämlich heißt die Quest der Segen der Sechs. Und der Kampf auf der Cortis-Platte hat das Imperium auf die Spur der Vier gebracht. Sidney hat versprochen, sich um die Suche nach dem Regalia zu kümmern, so dass Noctis und seine Freunde die Zeit nutzen, um stärker zu werden. Ja. Wir folgen jetzt einfach mal dem Hund. Gentiana! Der Kristall hat seine Wahl getroffen. Vor dem Erwählten des Lichts liegt die Segnung durch Ramu. Geebnet wird ihm der mühsame Pfad von der Kanagi. Von Lula? Wo ist sie jetzt? Im Auge des Sturms. Nach der Segnung wartet sie mit dem Ring auf den Erwählten des Lichts, wo das Wasser herrscht. Beeile er sich. Das war eine der Emissäre. Wie Luna ist sie eine Art Medium für die Götter. Oh. So langsam wird mir das eine Nummer zu göttlich. So, was schreiben wir hinein? Ja, schreiben wir hinein. Dank dir habe ich die Titansegen erhalten. Richte Luna aus, dass es mir gut geht. Und dass ich bald bei ihr sein werde. Die Götter gaben den Menschen den Kristall, damit er ihnen Wohlstand bringe. Aber warum steht er denn bei uns in Lucis? So hilft er den anderen ja überhaupt nicht. Weil der König ihn schützen muss. Nur er ist dazu imstande. Der König? Also mein Vater? Ja. Wow, das habe ich nicht gewusst. Eines Tages, wenn der wahre König erwacht, erhält er die Kraft. Damit dies geschehen kann, haben Lucis Könige ihn seit Jahr und Tag verteidigt. Der Kristall hat mich gewählt, oder? Ja, nur der vom Kristall erwählte wahre König vermag jene zu strafen, die die Sterne vernichten wollen. Aber wie soll ich das denn schaffen? Mit meiner Hilfe. Ich bin doch die Kanagi. Echt? Die Kanagi hat den König zu unterstützen. Echt jetzt? Also gut. Die Bösewichte werden sich wundern. Bestimmt. Der König schenke ihr Gehör. Diese Stimme wird den König geleiten. Berstendes Grollen und gleißendes Licht verbinden Himmel und Erde. Der König muss den Sturm bezwingen. Ja, dann lesen wir uns mal durch, was hier steht. Ramus Segen. Noctis
muss sich eine weitere Astralkraft aneignen. Berühre die drei Steine Ramos, die in der Region Dusker verteilt sind. Auf dem Rücken eines Chocobos lassen sich Langstrecken besser bewegen. Wenn Luna Freya den Ring aufbewahrt. So, wo sind diese drei Steinchen? Ah, hier scheint der erste zu sein. Haben wir eine Sorge weniger. Also treffen wir sie in Altissia. Ja, wir brauchen ein Boot. Vielleicht sollten wir es in Kaim versuchen. An den geheimen Docks? Möglich. Ich frag mal Iris. So, ich ruf mal meinen Chocobo. Wir suchen den Donnergott. Neuer Tag, neuer Gott. Ja, so in der Art. Weiter geht's. Gladio, gehen wir. Komme. Ja, beim letzten Schlafengehen, also beim Übernachten, habe ich das Gisserkraut ausgewählt. Dadurch ist mein Chocobo jetzt schneller. Und mein Chocobo ist schon Level 7. Das heißt, er hat auch schon viel Ausdauer und kann höher springen. Das ist ganz cool. Aber ich weiß noch immer nicht, welches Level der maximal haben kann. Mal abwarten. Mit der Zeit erhöht sich das Level und dann schauen wir mal, was das Maximal-Level ist. Aber der ist momentan schon ziemlich schnell unterwegs, der Chocobo. Die Ausdauer regeneriert sich eigentlich auch ziemlich flott. Ja, ist eine tolle Sache. Hey Nord, über dir! Nee, ich habe keine Lust jetzt auf Kämpfen. Ich will zu den Steinen da oben. Ach nee, was machen die Feinde hier? Hier räume ich auf. Erstmal Zeit zu kämpfen. Und der Chocobo will auch mitkämpfen. Die Gegner sind zu einfach. Okay, jetzt habe ich keine MB mehr. Aber hallo! So, jetzt muss ich erstmal sehen, wie ich da raufkomme. Zu dem Stein, aber ich glaube, das hier dürfte der richtige Weg sein. Oh, mein Chocobo ist auch hierher abgehauen. Bleib erstmal hier, Chocobo. Ich habe dem noch gar keinen Namen gegeben. Muss ich dann später noch aussuchen, den Namen. So, ich glaube, hier ist das erste Teil. Erfreulich. Der Prinz genießt rasch. Wer? Gentiana, eine Emissärin. Hat der Prinz von uns gelesen? Ja, aber eigentlich weiß ich nur, was Luna mir erzählt hat. Luna Freya. Ja, Luna... Schön, dass Sie sich gut verstehen. Der König und die Kanagi müssen stets eine Einheit bilden, um diese Welt vor dem Dunkel zu bewahren. Das war Gentiana in Tenebrae. Der König lässt den Donnergott besser nicht warten. Ins Auge des Sturms möge er schreiten, um die Gaben zu empfangen. Das Imperium reißt die Brücken des Königs nieder.
Doch er wird andere Wege finden, sein Ziel zu erreichen. Noct, was ist? Wieder Kopfschmerzen? Ich habe Gentiana gehört. Hatte sie eine Nachricht von den Göttern? Ihre Stimme hat die gleiche Wirkung auf Noct wie die Titans. Die Kanagi erweckt die Götter aus ihrem Schlaf. Ich ruf mal meinen Chocobo. Den König mit ihrer Kraft zu segnen. Und dann geht's auf zum nächsten Was Zielort. Ist? Hörst du sie wieder? Ja. Luna weckt die Götter. Ah, hier sind schon wieder Feinde. Wie lautet der Plan? Frontalangriff. Guter Plan. Ich umgehe sie und greife von hinten an. Brillant. Kinderleicht. Keine Zeit zu verlieren. Mir gefällt dieses Schwert des Mystikas. Weiter geht's. Ich finde dieses Schwert voll cool. Ist ziemlich stark. Vor allem der Warp-Angriff. Oh. Also dann? So, weiter Richtung nächsten Steins. Sag mal, Nob, warum hörst du diese Frau in deinem Kopf? Gentiana? Ja. Ist sie etwa eine Göttin? Eher eine Art Botin im Auftrag der Götter. Wow. Okay, mein Chocobo kommt da nicht drüber. Hört dieser Zaun irgendwo auf? Ach ja, yeah, okay. Vollzogen ist der Ritus von Blut und Geist. Der König muss den Pfad bereisen, den die Kanagi geebnet hat. Noct, alles okay? Ja, Luna hat eine Segnung vorbereitet. Damit du eine weitere Götterkraft bekommst? Möge er vor die Götter treten, um ihren Segen zu empfangen. Ja, ja. Denn dies ist die Bestimmung des vom Kristall Erwählten. Schon. So, hier sind wir nun an diesem zweiten Stein. König. Er muss gen Osten ziehen, zur Vorschuhhöhle. Das Siegel ist gebrochen. Der letzte Stein ruft den erwählten König aus der Tiefe. Er muss ihn vor dem Imperium erreichen. Wir müssen zur Vorschuhhöhle. Schnell! Ja, ganz okay. Schnell. Wo ist mein Bringen Chocobo? Hinter uns. Zoramu! Wie aufregend! Bereiten wir uns entsprechend vor. Los, Kleiner. Vorwärts! Ja. Ach nee, die Imperium-Typen sind schon wieder da. Hier bin ich! Hey. Sorry! Lass mir nicht kurz im Prozess! Das war's dann, Murray! Mach dir um mich keine Sorgen. Gut, wenn du meinst. Los mit
lustig. So, schnell, Chocobo, wir müssen zum letzten Stein von Ramu, bevor das Imperium da ist. Nacht. Ich höre Magitech-Motoren. Ja, ich auch. Erst Titan, jetzt Ramu. Ganz schön anstrengend. Für Luna ist es sicher noch anstrengender. Ja. Wenn ich es richtig verstanden habe, dann befindet sich Luna in großer Gefahr. Ist diese Gentiana denn ein Mensch? Nein. Die 24 Emissäre sind göttliche Geschöpfe. Sie haben eine ähnliche Funktion wie Luna. Die Götter brauchen sie, um mit uns zu sprechen. Also so eine Art Kanagi. Nur heiliger. So, ein kleines Stück noch, dann sind wir eigentlich schon bald da. Hey Nacht, über dir! Also war Luna tatsächlich in Vestalum. Iris hatte recht. Nachdem ihr die Flucht aus Insomnia gelungen war, muss sie sich sofort auf den Weg gemacht haben, um Titan zu erwecken. Du stehst verdammt tief in ihrer Schuld, Nacht. Denkst du, das weiß ich nicht? Komm schon, mein kleiner Chocobo. Wir sind fast am Ziel. Das war verdammt nah. Zu nah für meinen Geschmack. Hey, seht mal. Der Blitz ist anscheinend da eingeschlagen. Soll wohl eine Art Einladung sein. Ich glaube auch, ja. Da wären wir. Die Vorschau-Höhle. Wir wissen nicht, was uns erwartet. Also Vorsicht. Okay. So, dann schauen wir mal, was uns da jetzt erwartet. Wirkt ziemlich tief und düster. Schwer zu sagen, wo das endet. Gibt nur einen Weg, das rauszufinden. Oh, Fledermäuse. So lande ich immer in solchen Situationen. Wir müssen auf alles gefasst sein. Leute, bleibt wachsam. Hey, Nacht! Sieh dir das mal an! Wo ist er denn, der Gladiator? Hey, hoppla. Pass auf, wo du hintrittst! So, wieder mal eine Höhle zum Erkunden. Da passen wir durch. Nichts wie rein. Tja, wir passen durch. Ist zwar ganz schön eng, aber... Ja, es geht sich, glaube ich, gerade so aus. Ist ziemlich eng. Ja. Das könnte gehen.
Ich glaube, ich hyperventiliere gleich. So, leider sieht man nie, wie sich die anderen durchzwängen, sondern die sind dann einfach da. Wie? Wo? Wer was? Irgendwie unheimlich. Okay. Hier sind wieder Gegner. Vielleicht zur Minute? So lang brauchen wir nicht. Du bist ja richtig in Fahrt. Das ist ja nicht halt. Beeilen wir uns, um was spachteln zu können. So eng hier. Kann mein Schwert kaum schwingen. Pass bloß auf mit dem Ding! Das war einfach. Ja, waren ja nur so kleine Gegner. Da können wir durchkriechen. Nur nicht den Kopf verlieren. Was ist es? Was denn? Mir ist ein neues Rezept eingefallen. Da bin ich aber gespannt. Ja, da sind wir alle gespannt. Los geht's. Ja. Okay, das war jetzt nicht so schwer. Dann wollen wir mal weiter. Ignis wurde hier nur ein bisschen vergiftet, aber sonst ist alles okay. Wie weit geht das noch? So, ganz einfach hier. So, das werde ich machen. Gewährt einen FB bei Aktivierung der Königswaffen. Das heißt, immer wenn ich die Königswaffen aktiviere, kriegen wir FB. Ist das lästig? So, aktivieren wir die Königswaffen. Da wären wir also. Sehr schön. Die Leiste ist jetzt noch immer halb voll. Das ist eigentlich echt praktisch. Die füllt sich eigentlich ziemlich schnell, die Leiste, und dann bekommt man immer FP, wenn man das aktiviert. Ist eigentlich ziemlich cool. Verdammt! Was ist denn los? Nord! Alles klar! Okay, jetzt muss ich mich heilen. So, falsche Richtung. Ich wollte nur hier die Karte
aktivieren. So, hier gibt es erstmal Energie zum Abzapfen. Endstation. Vorsicht, hinter dir! Nacht, wo hast du das denn gelernt? Ja, also. So, das war ganz easy. Hier geht's nicht weiter. Nee, ich glaube nicht, dass es hier weitergeht. Da passen wir durch. Versuchen wir's. Los, wartet mal. Jetzt. Auf welcher Seite stehst du? Ja, tut mir leid. Schwierig, im Dunkeln zu zielen. Kann nur das Licht anknipsen. Du bist raus! Scheint, als wäre Honto vergiftet. Ganz toll. Jetzt wird's ernst. So. Vorwärts. Die Gegner werden erstmal ausgeschalten. Jetzt können wir hoffentlich hier weitergehen. Ja. Okay, wo ist Prompto jetzt? Prompto! Hey, antwortet verdammt! Ich hab genug! Was zum Teufel machen wir hier? Da war eine Riesenschlange! Das Viech wollte mich verschleppen! Okay. Ja. Nein! Das war zu erwarten. Tut nicht. Hey, bist du okay? Hier drüben. Ich hab genug. Alles okay? Hey, antwortet! Ja, alles okay. Vorerst mal. Ich brauche Hilfe! Oh, Mann, nicht doch! Das war's. Ich zerschmettere dich! Soll ich dir helfen? Ich brauche keine Hilfe. Sauber! Gutes Teamwork hier. Das waren jetzt ziemlich viele Gegner auf einmal.
So, jetzt muss ich erst hier mal die Gänge erkunden. Kommt, hier geht's weiter. Ja, vielleicht, aber vielleicht auch nicht. Erstmal die Gänge erkunden. Oh, das sieht kostbar aus. Könnten wir verkaufen. Blaues Halsband oder ausrüsten. Mal schauen, was das kann. Beschleunigt die LP-Regeneration beachtlich. Ja, das ist interessant. So, welchen Gang gehen wir jetzt entlang? Hier unten, hier oben gehen wir mal, oder? Oder hier? Gehen wir mal hier. Okay, dann gibt es hier glaube ich nichts mehr zum Entdecken. Dann gehen wir jetzt mal hier lang. Oder zuerst den anderen Gang, ich weiß nicht. Gehen wir mal zuerst den anderen Gang entlang. Okay, jetzt sind wir da, wo wir vorher waren. Aber jetzt habe ich die Karte hier, glaube ich, offengelegt alles, ja. Ja, alles schön offengelegt. So, und hier dürfte es jetzt weitergehen. Beruhig dich. So, hier ist ein Gang. Gibt's denn noch hier einen Gang irgendwo?
Mach sie platt! Okay. Schnell, wieso? Mir hat sie nichts getan. Ich kenn's doch gar nicht. Nee, ich glaub nicht. Das schmeckt dir das! Also dann? Macht! Ich brauche Hilfe! Nein, wir wollen den Fresher verwandeln. Verdammt! Nein! Quack! Quack! Ich will mich wieder zurück verwandeln, wie geht das? Da ist er, unser Molchmeister. Konzentrier dich lieber. So, Zeit für die Königswaffen. Exekutive Angriff. Sehr schön. Was war das denn? Keine Ahnung. Soll sie doch besser auf ihre Brut aufpassen. Hoffentlich treffen wir nicht noch ihr Kind. Was zu sehen von dem Stein? Sind sicher bald raus hier. Kopf hoch. Ja, vielleicht. Okay, das hier ist der falsche Gang. Keine Chance. Hier brauchen wir wohl auch einen Schlüssel. Leichter gesagt als getan. Fragt sich nur, wo wir den finden. Yep. Okay, später im Verlauf des Spiels werden wir dann sicher so einen Schlüssel bekommen dafür. Ist jetzt glaube ich schon die dritte Höhle, wo wir so einen Schlüssel brauchen. Endlich haben wir ihn gefunden. Nein, Glück! Nockt, dein Auftritt. So, jetzt kommt der große Auftritt von Nockt. Das ist also die Kraft des Donnergotts. Hatte er gedacht, gegrillt zu werden? Manche Götter sind offenbar freundlich. Aber auch nur manche. Arme Luna. Du kannst dich bald persönlich bei ihr bedanken. Nach unserer Überfahrt. Und üb für sie schon mal das Lächeln. Ja. So, Noctis hat das Siegel des Donnergotts, ein Zeichen von Ramus Segen, erhalten. Ja, kehren wir diesmal schnell zum Eingang zurück, weil ich habe jetzt keine Lust zurück zu latschen. Und ich habe eigentlich eh alles freigelegt hier. Tja, Leute, ich werde den Part jetzt hier beenden. Und beim nächsten Mal sehen wir, was so als nächstes passieren wird. Also, danke fürs Einschalten, Leute. Macht's gut und ciao.